Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Frag den Apotheker. Ich möchte erstens mich dafür entschuldigen, wenn es jetzt im Hintergrund etwas lauter ist. Wir haben heute vor der Tür hier ein bisschen viel Verkehr und die Handwerker sind im Hause. Aber ja, manchmal ist es dann so, es wird dem Informationsgehalt dieses Videos hoffentlich keinen Abbruch tun. Und zum anderen möchten wir heute nämlich über die Komfortzone sprechen. Was ist die Komfortzone? Wie verstehen wir die? Und wie können wir uns ein Bild von der Komfortzone schaffen, das uns selber begreiflich macht, dass die Komfortzone eigentlich nichts Positives ist? Fangen wir einfach mal an. Letztendlich ist die Komfortzone ein bisschen wie so ein Gefängnis zu verstehen, in dem du dich befindest. Das Problem ist eigentlich, dass du körperlich und geistig nicht weiterkommst. Die Komfortzone ist letztendlich der Bereich, in dem du dich wohlfühlst. Es gibt dazu auch eine schöne Grafik, die werden wir an dieser Stelle einmal einblenden. Und zwar siehst du diesen Kreis in der Mitte, das ist deine Komfortzone, hier fühlst du dich total wohl. Und zum anderen gibt es die beiden äußeren Zonen, das heißt die Wachstumszone und die Angstzone. Die musst du überwinden, diese Zonen, um letztendlich zu wachsen, geistig wie körperlich. Sei es, dass du was Neues ausprobierst, dich einfach mal direkt ins kalte Wasser stürzt und Gas gibst oder dass du etwas Neues lernen möchtest. Genauso wie das Ganze körperlich, ganz einfach zum Beispiel, was den Sport betrifft, bezogen ist. Dass du dich aufraffst, Sport zu machen, allen Widerständen zum Trotze. Denn diese Widerstände sind meistens deine eigenen Widerstände. Es hält dich ja keiner ab, davon zum Sport zu gehen, sondern du hältst dich selber davon ab. Und das eben ist diese Komfortzone, die so schön bequem und warm ist. So, und da wollen wir jetzt mal raus, weil nur dann du überhaupt in der Lage bist, dich körperlich, beruflich oder auch privat weiterzuentwickeln. Und speziell in unserer westlichen Welt, also unserer Wohlstandsgesellschaft, und ich glaube, das darf man mal so sagen, ist das ja nun genau das Problem. Unsere gesamten Grundbedürfnisse, unsere Grundversorgung, für die ist gesorgt. Entweder, weil wir wirklich in einem wohlständigen Land leben und selber dafür sorgen können, oder dass wir sogar die Grundversorgungsstrukturen, also den Sozialstaat, in Anspruch nehmen können. Das führt dazu, viele sagen immer, wir sind satt. Das ist aber gar nicht das große Problem. Wir sind einfach ein bisschen träge. Träge deswegen, weil gerade diese Grundversorgung dazu führt, dass wir uns so wohl fühlen, dass wir gar kein richtiges Bedürfnis mehr haben, weiter zu wachsen und mehr aus unserem Leben oder uns zu machen. Es gab mal einen amerikanischen Psychologen, der nannte sich Abraham Maslow. Der hat eine sehr, sehr interessante und auch sehr einprägsame Grafik dazu entwickelt. Das ist die sogenannte Bedürfnispyramide. Die können wir auch nochmal an dieser Stelle einblenden. Und zwar ist es so, dass ihr seht, die untersten Bereiche sind Sicherheit, Nahrung, ne, Wärme einfach. Also das, was ganz unmittelbar für unsere Existenz notwendig sind. Für die ist gesorgt. Und je weiter hoch wir in diese Pyramide kommen, desto mehr geht es, ich sag mal, um die Kür. Alles, was nicht absolut essentiell ist oder existenziell für uns, aber was wichtige Facetten bildet, um uns weiter als Mensch körperlich und geistig zu bilden und auszubilden. Und ganz oben in der Spitze findet ihr die Selbstverwirklichung. Und an dieser Spitze anzukommen, das ist die große Kunst an der ganzen Sache. Denn Selbstverwirklichung bedeutet jetzt nicht, auf Gedeih und Verderb und außer Acht zu lassen, was die Bedürfnisse anderer sind, sich selbst zu verwirklichen, sondern sich im tiefsten Inneren selbst zu verwirklichen. Nicht nur zwingend dadurch, dass man jetzt viel Geld verdient und anderen das Geld abnimmt, sondern Selbstverwirklichung kann auch intellektueller Natur sein oder ja, was zum Beispiel auch die Bildung gewisser psychologischer Möglichkeiten betrifft. Also das ist ein riesiges Feld. Und da nun gerade durch unseren Lebensstandard in dieser westlichen Welt schnell der Eindruck entsteht, dass ja für alles gesorgt ist und wir so ein bisschen die Füße hochlegen könnten, entsteht schnell auch gleichzeitig dieser Gedanke, dass das Ist besser ist als das Soll. Und
dass das nun gerade nicht der Punkt ist, das wollen wir hier nochmal etwas verdeutlichen. Und zwar geht es darum, dass du dein langfristiges Glück nur darin findest, indem du deine Komfortzone immer mal wieder austestest und immer mal wieder aus ihr heraustrittst. So, davon musst du jetzt auch keine Angst haben vor dem Scheitern an sich, denn das Scheitern, das gehört einfach mit dazu, aus der Komfortzone herauszukommen. Klar, die Komfortzone ist das, worin du total sicher bist und was du beherrschst, und alles außerhalb, das ist eben Neuland. Und im Neuland kann man natürlich sich eher mal vertreten, als dass man das im gewohnten Umfeld tut. Der Punkt ist jetzt, wie du damit umgehst, das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn du also schon Angst vor dem Versagen hast und deswegen deine Komfortzone gar nicht erst verlässt, das ist natürlich schon mal die schlechteste aller Möglichkeiten. Wenn du dir jetzt aber klar machst, dass ein kurzfristiges Scheitern außerhalb der Komfortzone ja nicht bedeutet, dass du als Person scheiterst, sondern einfach nur, dass du etwas Neues ausprobiert hast, was du auf Anhieb noch nicht hundertprozentig kannst, was im Übrigen der Normalfall ist, gibt es dir eigentlich eher die Motivation, weiterzumachen und dich daran weiter auszuprobieren. Und auch eine Niederlage oder ein Scheitern kannst du spätestens für deinen nächsten Schritt aus der Komfortzone wieder nutzen, um gewisse Fehler nicht zu machen. Das heißt, egal wie es läuft, ob du gewinnst, was natürlich der Optimalfall ist, oder ob du dann kurzfristig mal verlierst. Am Schluss nimmst du immer etwas aus dieser Situation mit, an der du wächst und an der du reifst. Und das ist diese entscheidende Sichtweise, von der ich spreche, wie resilient du mit diesem Thema umgehst. Also begreifst du diese Angst vor dem Scheitern am besten zwar als was Menschliches, das ist vollkommen normal, das geht den meisten so, aber diese Angst sollte dich nicht vor etwas abhalten, sondern sie schafft einen Nutzwert. Sehe es als Nutzwert. Als Nutzwert, der dich vielleicht vor etwas warnt oder dich achtsam sein lässt in einer bestimmten Situation, aber die Angst darf für dich kein Stoppschild sein. Und das verstehen viele sehr falsch. Und wenn du Angst vor dem Scheitern hast, dann bedeutet das nur, dass du deine Chancen verbessern kannst, indem du deinen Erfolg, den du ja möchtest, besser planst. Der menschliche Geist ist leider relativ schlecht damit oder schlecht darin, mit so komplexen oder abstrakten Zielen umzugehen. Wir nehmen mal ein Beispiel. Du möchtest innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre dich in die Lage versetzen, einen Marathon zu laufen. Du bist normalerweise eine Couch-Potato, fällst, wenn du von der Arbeit kommst, direkt auf die Couch und fasst jetzt aus guten Stücken den Entschluss, ich möchte in der Lage sein, in spätestens 2 Jahren einen Marathon zu laufen. Ja, wie machst du das? Kaufst jetzt ein paar Sportschuhe und geht los und merkst schon nach 1 Kilometer, boah, das haut nicht hin. Das machst du vielleicht noch 2-mal, das machst du 3-mal. Dann schmeißt du spätestens beim 4. Mal die Turnschuhe in die Ecke und ich glaube, dann ist die Idee mit dem Marathon auch ein für alle Mal gestorben. Und spätestens, wenn du irgendwann später nochmal diese Idee hast, wirst du sagen, hat ja eh nicht hingehauen, ist nichts für mich, kann ich nicht, ist nicht mein Naturell, überlasse ich anderen. Aber dazu gibt es ein kleines Geheimnis. Versuche mal solche Ziele, die ja dann kommen von der Couch-Potato hin zum Marathonlauf, relativ hochgesetzt sind, versuche diese Ziele mal in kleinere Etappen zu unterteilen. Das heißt, du machst es am besten so, du kaufst dir dein Paar Sportschuhe. Dann gehst du raus und joggst mal eine Runde um den Häuserblock. Das ist dann vielleicht der 1/2 Kilometer. Das musst du gar nicht übertreiben. Du musst auch nicht am Schluss so aus der Puste sein, dass dir die Zunge aus dem Hals hängt. Sondern du musst kontinuierlich immer weiter deine Komfortzone ausbauen. Das heißt, deine Komfortzone liegt jetzt hier in dem Fall so vielleicht bei 500 bis 1000 Metern Laufstrecke. Das machst du jetzt eine Woche lang. Dann steigerst du dich langsam. Vielleicht schaffst du dann auch schon 2 Kilometer. Und das machst du immer weiter. Langsam, langsam. Aber überfordere dich zu keinem Zeitpunkt. Das ist eben ganz, ganz wichtig, um dich selbst nicht zu demotivieren. Und du wirst merken, dass das Ganze dann ohne weiteres nach einer Woche vielleicht schon 2 Kilometer sind, nach einem Monat schaffst du ohne weiteres 5 Kilometer, nach einem weiteren Monat vielleicht sogar die 10 Kilometer, da merkst du, kommst du gut in den Tritt. Die Kondition beispielsweise baut sich relativ gut auf,
Unser Körper und unser Geist sind sehr, sehr gut darin, sich auf neue Situationen einzustellen. Das kann jetzt der Marathonlauf sein, das kann das regelmäßige Dozieren vor größeren Gruppen sein. Man gewöhnt sich dran. Und irgendwann, wenn du nicht mehr dran denkst, wirst du diese Frage stellen: Wieso habe ich eigentlich an mir gezweifelt? So, und wenn es dann gut gelaufen ist und du vielleicht schon nach einem halben Jahr theoretisch einen Halbmarathon laufen könntest und du auf einem guten Weg bist, wirst du das eben genau merken, es war gar kein Grund vorhanden, davon abzukommen. Aber was hast du jetzt anders gemacht? Du hast dein Ziel, dein großes Ziel, das du hast, nicht als großen Berg vor dir gesehen, sondern hast ihn in ganz viele kleine Teile zerschnitten. So. Man könnte jetzt auch ein bisschen pathetisch sagen, die Leiter des Erfolgs braucht viele Sprossen, um auf ihr zu klettern. Ja? Höre ich tatsächlich häufiger in dem Zusammenhang, das scheint ein geflügelter Begriff zu sein in diesem Bereich. Aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. Überfordere dich nicht, demotiviere dich nicht von vornherein, sondern mach aus diesem Riesenberg kleine Häufchen, die du nacheinander wegarbeiten kannst. Und am Schluss, wenn du hinter dich guckst, was du alles weggearbeitet hast, siehst du, das ist ja schon ein ganz kapitaler Berg. Und so verfährst du eben nicht nur in Bezug auf deinen Körper, auf deine körperliche Gesundheit, auch nicht nur auf deine geistige Gesundheit, sondern es gibt ja viele andere Bereiche, die gar nicht mit Gesundheit unbedingt in Zusammenhang stehen. Das kannst du zum Beispiel beziehen auf deinen beruflichen Erfolg, auf deine Partnerschaft, zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen. Raus aus der Komfortzone, mach mal was anders. Du wirst sehen, dass das irre Effekte haben kann. Und was natürlich mindestens genauso wichtig ist, dass du diese Demotivation nicht nur von innen heraus vermeidest, sondern dass du sie auch von außen vermeidest. Es ist leider immer wieder so, dass die Menschen, die dich umgeben, sehr ähnlich sind zu dir und umgekehrt du sehr ähnlich bist zu den Menschen, mit denen du dich umgibst. Man sagt so schön, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das darf man natürlich jetzt nicht hundertprozentig wörtlich nehmen, aber da ist definitiv sehr viel Wahrheit dran. Denn du wirst einmal merken, dass Menschen dir mit Unverständnis begegnen, diese Menschen, wenn du auf einmal aus dieser Reihe ausscherst und sagst, ich möchte jetzt einfach mal mehr, ich möchte was anderes. Und umgekehrt wirst du aber auch merken, dass die Art dieser Menschen, wenn du dann für dich den Entschluss gefasst hast, wirklich mehr zu wollen und mehr aus dir zu machen, dir relativ schnell auf den Keks gehen wird. Durch dieses ständige Bremsen, das meinen diese Menschen nicht böse. Diese Menschen wollen dich eigentlich beschützen. Sie möchten dich in deiner Komfortzone halten, die ja gleichzeitig auch ihrer Komfortzone entspricht, weil das Ganze eben alles so schön sicher ist und auch für diese Menschen bedeutet, für dein Umfeld, dass sie sich nicht mit Veränderungen auseinandersetzen müssen. Das heißt, das ist mehr eine falsch verstandene Nächstenliebe, die dir dort entgegenschlägt, um dich zu schützen vor den äußeren Einflüssen, die dir jetzt außerhalb deiner Komfortzone entgegenschlagen könnten, und auch der persönlichen Angst dieses Umfeldes. Also jeder dieser Menschen hat ja auch seine Ängste und seine Bedenken. Und die werden letztendlich auf dich projiziert. Und dann heißt es, nee, lass das. Nachher fällst du noch beruflich aus, weil du dir beim Marathon üben, keine Ahnung, einen Knöchel verstauchst. Und es gibt die wildesten Geschichten. Achte also bitte auch darauf, dass dein Umfeld entweder zu dir steht oder du zumindest erst einmal, wenn du einen Entschluss gefasst hast und dir noch nicht sicher bist, ob du diesen Entschluss überhaupt auch durchhältst, erst einmal genau diese negativen Stimmen aussparst und diesen Personen noch nicht davon erzählst, was du für einen Entschluss gefasst hast, sondern erst einmal versuchst, an dir selber zu wachsen und selber mit dir auf den grünen Zweig zu kommen, weil dann hast du überhaupt auch diese Festigkeit und diese Standhaftigkeit, dann negativen Menschen gegenüberzutreten und ihnen deine Einstellung, deine neue Einstellung an dieser Stelle mitteilen zu können, ohne dass dich diese negativen Meinungen dann beeinflussen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass du auch noch Tipps hast, wie man diesen Weg zur bestmöglichen Version von sich selber beschreiten sollte. Teile uns gerne mit, was
du aus deiner Sicht entweder hier vermisst hast oder womit du auf jeden Fall große Erfolge feiern konntest. Es würde uns sehr interessieren. Schreib es bitte in die Kommentare unter diesem Video. Wir freuen uns auf diesen entsprechenden Input und merken ja auch schon in der Vergangenheit, dass das scheinbar ein sehr, sehr emotionales und sehr wichtiges Thema ist, das immer wieder gefragt wird. Es gibt dazu auch einen Artikel in unserem Blog, gesundbleiben.blog. Schau da gerne mal vorbei. Der nennt sich Aus dem Weg heraus aus der Komfortzone, der Weg in deine persönliche Freiheit. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du auch das nächste Video nicht verpasst. Ich sage erstmal Tschüss und wünsche dir einen schönen und erfolgreichen Tag.